Wir legen los mit der Spielervorstellung. Zunächst die Gäste. Mit der Nummer 1 Henrik Adler. Mit der Nummer 3 Mason Byers. Mit der Nummer 10 Hugo Katami. Mit der Nummer 12 Derek Henning. Mit der Nummer 21 Tim Schlegel. Mit der Nummer 22 Robert Heise. Mit der Nummer 30 Phil Morbeck. Mit der Nummer 32 Dominik Olivieri. Mit der Nummer 42 Tobias Möller. Mit der Nummer 44 Erik Nieberg. Und zuletzt die Nummer 52 Jack Fritsch. Und nun zu den Breaks. Mit seinem Profidebüt aus unserer Nachwuchsmannschaft die Nummer 1, Ben Lehner. Unsere Nummer 3, Simon Dugopop. Unsere Nummer 4, Noah Wittmann. Die 7, Paul Derre. Die 8, Emanuel Schüler. Unsere Nummer 11, Andreas Seifert. Die 13, Alexander Lemichiel. Unsere Nummer 15, Seth Kompis. Herzlich willkommen, Damen und Herren, an den Endgeräten hier aus Berlin, aus der Sömmeringhalle zum Spiel der Berlin Braves gegen die Itzehoe Eagles. Mein Name ist Arne und gleich geht's hier los in 3,5 Minuten, was uns noch ein bisschen Zeit gibt, nämlich über die letzten Spiele der beiden Mannschaften zu blicken. Die Braves waren zu Gast beim BBG Herford und konnten da mit einem 30-Punkte-Sieg wieder nach Hause fahren. Ganz stark der Backcourt der Berliner mit Seth Gerald Kompis. 22 Punkte hat der Mann gescored. Marley Jean-Louis auch wieder ein Topspiel hingelegt. In gerade mal 20 Minuten 21 Punkte. Und André Kosemjakin, der Aufbauspieler der Braves, mit 19 Punkten und 8 Assists. Also die Berliner in aufsteigender Form. Ob es jetzt heute hier so weitergeht gegen die Itzehoe Eagles, wir werden es sehen. Die waren am letzten Spieltag bei den BSW Sixers zu Gast. Nein, die BSW Sixers waren bei den Itzehoe Eagles zu Gast. So sieht es nämlich aus. Und dort konnte gerade Fillmore Beck der Partie seinen Stempel aufdrücken mit sage und schreibe 23 Punkten. Dicht gefolgt von Mason Damian Virus mit 15 Punkten. Am Ende war es dann ein 2-Punkte-Sieg. 75 zu 73 stand es dann dort nach 40 Minuten.
Und schauen wir einfach nochmal kurz auf die Tabelle. Die Berliner grüßen dort von Platz 4 mit 11 Siegen und 7 Niederlagen. Und Itzehoe, ja, tief drin im Abstiegskampf auf Platz 11. 6 Siege und 13 Niederlagen stehen den Jungs zu Buche. Und dort unten in der Tabelle, ja, wird es ganz eng für Ibn Buren. Ibn Buren nur 4 Siege bei 15 Niederlagen und 3 Teams bei 6 Siegen und 13 Niederlagen. Itzehoe, Iserlohn und Herford. Und damit war es auch das schon mit dem kleinen Roundup vom letzten Spieltag. Bevor wir heute hier loslegen, wird es eine Schweigeminute geben für einen Düsseldorfer Spieler, der auf tragische Weise ums Leben gekommen ist in den letzten Tagen. Deswegen schweigt kurz mit uns mit und gedenkt seinem Leben. Und nicht verwundern, wenn es jetzt nicht gleich mit Basketball hier losgeht. Wir gehen gleich nochmal eine kleine Pause und sind dann wieder zurück mit den Berlin Braves gegen die Itzehoe Eagles. Bis gleich. So, jetzt geht's hier gleich los mit dem Tip-Off. Wir gehen nochmal ganz schnell über die Starting Five rüber. Für die Braves gehen in das erste Viertel André Korzymiakin, Simon Dubopol, Seth Kompas komplettiert dort im Backguard. Auf der 4 diesmal Alex Dimitrievich und auf der 5 Andreas Seifert. Und für die Itzehoe Eagles gehen an den Start Erik Nienberg, Fillmore Beck, Hugo Catani, Jack Fritsche,
und Dominik Olivieri. Und jetzt im Angriff erstmal der Italiener Olivieri mit den ersten Punkten. Ganz einfacher Drive über links für seine ersten beiden Punkte. Jetzt gab es hier kurze Unterbrechung nochmal am Anschreibetisch. Jetzt der Einwurf von der Seitenlinie an die Kosiniaki mit dem Ballvortrag. Erste Pick and Roll mit Andreas Seifert. Ball geht inside wieder zu Andy Seifert, der mit seinen ersten Punkten im Spiel. Assist von Alex Dimitrijevic. Oh, gute Defense hier von Andriy Kosymiakin. Picked his pocket. Und das wären zwei einfache Punkte gewesen. Hätte nicht Mason Damien Virus was dagegen gehabt. Der mit dem robusten Foul. Und Andriy Kosymiakin. Jetzt an der Linie. Erster Sitz. Und der zweite auch ganz souverän. Eagles jetzt im Angriff. Back mit dem Ball. Beck, der absolute Starspieler von den Itzehoe Eagles. Knapp 20 Punkte im Schnitt und schießt da von der Dreilinie jedes Wochenende die Lichter aus. Knapp 10 Versuche, aber der Mann schießt hier auch die Lichter aus. Schon seit ein paar Spielen zu beobachten, dass der Trend bei den Dreiern von Simon Dubopol auf jeden Fall aufsteigend ist. Und jetzt Andriy Kosymiakin mit seinem zweiten Steal und den einfachen Punkten. Diesmal kam Virus nicht mehr ran. Und gut den Fuß reingehalten von Alex Dimitrijevic. Guter Start hier von den Braves. Die Braves sind wach in der Defense. Und da sind die ersten Punkte vom eben angesprochenen Sharpshooter Fillmore Beck. Simon Dubopol wird da dieses Spiel einiges zu tun kriegen. Bin gespannt, bei wie vielen Dreiern er diesmal rauskommt. Und guter Backdoor-Cut von Seth Kompis. Und man könnte fast sagen, das ist eine Spezialität von Alex Dimitrijevic, die Leute dort im Backdoor-Cut zu sehen. Normalerweise Emanuel Schüler dort sein Kompagnon, der da immer die Assists received. Aber diesmal Seth Kompis mit dem super Timing und Dimitrijevic mit dem klasse Pass. Und jetzt Fillmore Beck mit dem nächsten Dreier. Der Mann fackelt überhaupt nicht. Wilde Dinger sind dabei. Trifft hier auch gut. Knapp 38%, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt erstmal das Foul von der Nummer 42, Tobias Möller, der 23-Jährige. Der wird heute auch einiges zu tun kriegen mit Andreas Seifert, dem alten Veteran aus Hohenschönhausen. Oh, da haben sie gepennt, die Eagles. Und jetzt den Fastbreak schnell unterbrochen von den Berlinern. Foul von Simon Dubopol.
schwierig, schwierig, da gleich das zweite Foul hinterher zu kriegen. Chacha muss da reagieren, guckt schon die Bank runter, wen bringt er jetzt? Paul natürlich ganz wichtig, gerade für solche defensiven Spezialaufgaben wie für Fillmore Beck. Und da kommt auch die Reaktion, Emanuel Schüler macht sich schon bereit. Und Alex Dimitrijevic, das Kampfschwein der Braves, wieder im Passweg dort mit dem nächsten Steal. Gute Defense. Chef Kompis täuscht da wieder den Backdoor-Cut an. Und diesmal aber mit dem Drive zum Korb und dem Fehlwurf. Erik Nieberg jetzt beim Einwurf, Virus. Und er bildet dort das Backcourt-Duo. Oh, man sieht schon, Fillmore Beck nimmt sich dort Emanuel Schüler schon zu Brust, da steht er schon wieder frei. Und er nimmt gleich den nächsten. Wenn ich richtig gezählt habe, schon sein vierter Dreier. Und Andreas Seifert geht da zur Arbeit im Low Post. Wundert mich, dass die Eagles dort nicht doppeln. Zuletzt war das ein adäquates Mittel gegen Andreas Seifert. So schnell wie möglich einen zweiten Mann darin kriegen, damit er den Ball auch wieder aus der Hand gibt. Aber mit einem Gegenspieler dort unten macht man ihm keine Angst. Das ist gerade eine Einladung für ihn. Und die Post-Moves, die er dort im Repertoire hat, die reichen für so einige Spieler. Bin gespannt, wie die Eagles das ab jetzt handeln. Möller erstmal auf der Bank mit dem zweiten Foul. Für ihn jetzt der zweite Italiener der Eagles auf dem Feld, Olivieri. Seifert jetzt aber erstmal mit seinen ersten Punkten von der Freiwurflinie. Dritter Punkt. Und der vierte. Fillmore Beck. Olivieri jetzt, guter Spin-Move. Dummes Foul von Dimitrijevic. Olivieri mit dem End-One. Stand auch keiner mehr zur Helpside dort. Legt sich Chacha ein bisschen auf. Und der Mann aus Italien kann dann nicht zum Dreipunktspiel connecten. Rebound von Andreas Seifert. Jetzt erstmal wieder André Kosiniaki in dem Angriff. Dimitrijevic. Ah, da ist er wieder. Der patented Backdoor Pass vom Berliner. Manuel Schüler probiert er noch abzulegen auf Andreas Seifert. Kommt nicht ganz durch dabei. Kosiniakin, eigentlich mit den schnellen Händen, habe ich nicht gesehen, dass das ein Foul ist. Und gleich wieder mit den schnellen Händen. Dritter Steal mittlerweile. Gute Defense.
Oliveri und Beck. Jetzt ein Pick and Roll. Und der nächste Drive. Bisschen blind dort rein. Seth Kompis mit den guten Händen stoppt da das Spiel nochmal ab. Bringt ein bisschen Ruhe rein. Ball jetzt runter auf Noah Litzbach, der reingekommen ist für Dimitrijevic. Und dort unten im Post gut arbeitet. Und da fast schon der nächste Stil von André Kosiniakin und Fuß. Der Izo Eagles und ganz stark von Kosiniakin mit dem nächsten Stil. Wenn er so weitermacht, dann ja, macht er so weiter und hat wahrscheinlich ein Double-Double am Ende des Spiels mit Stils oder vielleicht auch ein Triple-Double. We will see. Jetzt aber erstmal an der Seitenlinie zum Einwurf. Der Mann aus der Ukraine. Marley, Jean-Louis, jetzt auch wieder auf dem Spielfeld. Erster Einsatz. Da fehlte noch ein bisschen Stamina bei Emanuel Schüler bei dem Wurf. Oh, und der nächste Turnover hier. Und das starke Finish von Emanuel Schüler. Und das kann er, den Fastbreak laufen. Filmer Beck, ansatzlos, gleich den nächsten Dreier. Und Nieberg mit dem schnellen Foul an Emanuel Schüler. Jetzt gibt es hier erstmal die Auszeit für die Eagles, die noch nicht so richtig hier reinfinden in diese Partie. Fillmore Beck allein ist einfach zu wenig. Das ist halt das große Problem, wenn du so einen Ausnahmespieler hast und der dann nicht sofort funktioniert. Wenn ich das richtig gezählt habe, jetzt schon sein fünfter Dreierversuch. Einer ging da nur rein. Die Eagles müssen anfangen, hier Teambasketball zu spielen und vor allem halt auch mal ein bisschen Zeit von der Shotclock zu nehmen. Gutes Setplay zu spielen. Bin gespannt, was sie sich einfallen lassen. Braves hingegen sind da. Physisch, mental. Und wir grüßen natürlich auch unsere Braves-Fans worldwide. My man Madhu in California. Bro, what's going on? This man, by the way, is also the one who decides who gets player of the day. So, we're curious, Madhu. Who will it be? We take your guess right now. So, wieder zurück ins Deutsche. Und wieder zurück zum Spiel. Marley Jean-Louis. Jetzt beim Einwurf Kevin Kolmer. Gibt der André Kosiniakin mal eine kleine Auszeit. Martin Seifert auch auf dem Spielfeld. Mal schauen, was die Second Unit dort so produziert. Guter Move von Martin Seifert. Schöner Spin-Move. Schön zu sehen, dass er wieder zurück aufs Spielfeld gefunden hat. War ja lange verletzt. Und toll, ihn jetzt hier wieder scoren zu sehen.
wird ein wichtiger Spieler sein, gerade für die Playoffs. Und jetzt erstmal Fillmore Beck gegen Noah Litzbach. Ah, Fillmore Beck probiert da den Ball durch zwei Leute durchzusqueezen. Noah Litzbach dann noch mit dem Knie dran. Eine Sekunde noch auf der Shot Clock. Muss jetzt schnell gehen. Sind gespannt, was Nieberg sich da einfallen lässt. Wahrscheinlich gibt es einen Alley-Oop-Play dort auf die Nummer 32 auf Olivieri. Nee. Ah. Doch kein Alley-Oop-Play. Jetzt die Fastbreak-Möglichkeit. Gute Ballbewegung dort. Kick raus auf Emanuel Schüler. Gut gesehen von Noah Litzbach dort aus dem Low Post. Jetzt Colvin Kolmer. Da ist das Mismatch. Noah Litzbach gegen Nieberg. Oh, lässt er einen aussteigen. Taucht er nochmal durch den Korb. Und zieht das Foul. Und steht für zwei an der Linie. Fillmore Beck kriegt jetzt auch mal eine Auszeit. Tim Philipp Schlegel jetzt auf dem Spielfeld. Fillmore Beck sichtlich genervt. Läuft einfach noch nicht bei ihm. Und die nächsten Punkte von Noah Litzbach. Starke Defense von den Braves. Machen da ordentlich Druck. Und gute Defense hier von Marley Jean-Louis. Doch kein Foul. Nummer 32 jetzt an der Freiwurflinie. Olivieri. Oh oh. Da hat wohl einer zu viel Zeit im Gym verbracht. Zweimal Klonk. Oh, guter Hustle hier von Kevin Kolmer. Abstimmungsprobleme dort bei den beiden jungen Spieler in der Braves. Somit Einwurf für Itzeho. Schlegel beim Einwurf. Und da steht er ganz frei in der Corner. Nummer 52, Jack Fritsche. Kann er nicht connecten. Guter Rebound von Noah Litzbach und Kevin Kolmer. Jetzt im Ballvortrag Marley. Jean-Louis mit Noah Litzbach auf dem Pick-and-Roll. Und Marley with the shooter's touch. Wirkt den dort irgendwie rein. Für seine ersten drei Punkte. Auch ein herausragendes Spiel gemacht. Letztes Wochenende gegen Herford. 6 von 10 Dreiern. Und da geht der Express schon hier weiter. Man durchaus auch einen Foul geben können. Oben war sauber, aber unten ein bisschen vielleicht mit der Hüfte geschoben. Und jetzt aber erstmal das Offensivfoul der Itzehoe Eagles von Hugo Ivan Catani. Bisschen zu robust sich dort Platz verschafft. Let's go, baby. Let's go.
Er bewegt sich gut hier. Und Seth Compass mit dem Airball. Ja, der Wurf war frei. Kann passieren. Let's go, Seth. Weiter geht's. Jetzt erstmal Nieberg. Im Aufbauduell gegen Kevin Kolmer. Und Catani mit der nächsten Fahrkarte für die Eagles von der Dreierlinie. Oh, stark. Lässt da zwei Leute aussteigen. Und Seifert mit dem Foul. Catani mit seinem ersten. Und dem zweiten. Der Horns Play jetzt. Oh. Andi Seifert dort gut zugemacht worden von den Itzehoern. Nieberg jetzt mal mit einem freien Dreier. Und der sitzt mal. Und Chacha nicht erfreut. Über diesen letzten Dreier. Aber auch der kann mal passieren. 10 Punkte Vorsprung für die Gastgeber, für die Berliner. 15 Sekunden noch knapp auf der Spieluhr. Schauen, was es jetzt hier für ein Play gibt. Ein Angriff, ein Play. Gibt es sicherlich nochmal. Dürfen gespannt sein. Das Lineup ist unverändert. Und Noah Litzbach jetzt beim Einwurf. Nochmal Handoff hier. Litzbach, Kolmer. Noch Kolmer. Fadeaway Jumper von Noah Litzbach. Starkes Finish der Braves hier im ersten Viertel, 26 zu 14, dominieren hier die Berlin Braves, die Itzehoe Eagles. Ganz starke Intensität in der Defense, viele Steals generiert hier und in der Offense gut den Ball bewegt. Topscorer aktuell Noah Litzbach mit 6 Punkten. Aber grundsätzlich ausgeglichenes Scoring, immer ein gutes Zeichen für die Braves. Bei den Itzehoe Eagles funktioniert es noch nicht so richtig. Hugo Ivan Catani, da der Topscorer mit 6 Punkten. Timo Beck mit 3, Erik Nieberg auch mit 3. Da ist noch viel Luft nach oben. Wir verschnaufen auch noch mal ganz kurz und sind gleich wieder zurück.
Weiter geht's, die Braves im Ballbesitz. Starten hier mit der zweiten Garde. Außer Andrea Seifert. Jetzt ganz schnell ausgewechselt nach diesem Fehlpass. Kevin Kollmann muss erstmal wieder auf die Bank. André Kosiniakin wieder zurück im Spiel. Guter Druck von den Eagles. Da wurde es ganz knapp für Noah Litzbach, den Ball ins Spiel zu kriegen. Gut die Arme drin gehabt von den Spielern der Eagles. Jetzt nach und nach wechselt Chacha seine Starting wieder ein. Oliveri jetzt gegen Andreas Seifert. Virus dort im Pick and Roll mit Oliveri. Und guter Rebound von Alex Dimitrievich. Oh, Marley Jean-Louis stark freigemacht dort. Schade, leider daneben. Und Virus vertändelt da den Ball. Bisschen zu wild. Nächstes Foul. Für die Eagles. Aber man merkt, sie erhöhen den Druck ein bisschen. Sie merken, dass sie nur über den Kampf in dieses Spiel zurückfinden werden. Kosiniakin legt sich unnachahmlich dort den jungen Schlegel zurecht. Kann er leider nicht finishen. Und Alex Dimitrievich wieder mit der Hand dazwischen. Der Mann ist so wichtig für das Spiel der Braves. Gerade was die Intensität dort in der Defense angeht. Die Drecksarbeit, das Eklige, das Grittige. Gut, ihn da auf dem Spielfeld zu haben. Und jetzt der hohe Floater über die ausgestreckten Arme von Andreas Seifert. Von Jack Fritsche. Und da positioniert sich Andy Seifert. Ah, Zone ein bisschen zu voll. Ball geht nochmal kurz raus. Und stark gesehen dort von Andreas Seifert. Dribbelt dahinter das Brett und sieht, wie Marley in den freien Raum cuttet. Und jetzt das Foul beim Block von Oliveri. Und Ball wieder inside auf Andy Seifert. Stark diese Würfe. Und der nächste Turnover der Gäste.
Und die Eagles müssen auf diese Turnovers aufpassen. Die brechen ihnen gerade das Genick. Natürlich auch teilweise erzwungen durch gute Defense von den Braves. Aber der Ballverlust eben gehört in die Kategorie absolut unnötig. Und jetzt Seth Kompass im Pick and Roll mit Andreas Seifert und den ganz schnellen Floater über seinen Verteidiger für seine nächsten Punkte. Stark Seth Kompass und richtig gesehen Schrittfehler von Olivieri. Erst Tipp, dann Schritt, wie man uns das so beigebracht hat, damals in der D-Jugend. Und jetzt Simon Dubois-Paul mit dem nächsten Midrange-Wurf. Berliner machen das Spiel hier sehr schnell. Es kommt ihnen gelegen. Die Eagles kommen da nicht hinterher. Und wer ist schon wieder irgendwie mit der Hand dort am Ball? Alex Dimitrijevic, meine Güte. Der Mann steht nicht so viel auf dem Statsheet, aber es ist ein anderes Gefühl, wenn er auf dem Spielfeld steht. Und das geht hier zu einfach. Viel zu lax dort die Verteidigung. Und jetzt Andreas Seifert mit dem unnötigen Ballverlust. Zeigt er sofort an. Jungs, begehe jetzt hier das Foul. Paul wieder auf dem Spielfeld gegen Fillmore Beck. Fillmore Beck saß jetzt lange, lange und Nieberg mit seinen nächsten Punkten. Oh, schöner Backdoor-Cut von Dube. André Kosimjak gehen hier mit dem Dreier. Und Dimitrijevic mit dem robusten Foul. Kurze Verschnaufpause jetzt für Seth Kompass und Kosimjakin. Von Simon Dubois-Paul. Schön freigeblockt dort von Robert Heise. Olivieri dort ganz freien Weg zum Korb. Und jetzt mal in die Zone. Und Alex Dimitrijevic geht da direkt in den Nukleus. Und wird da stark gefunden von Simon Dubois-Paul. Und Dimitrijevic mit seinen nächsten Punkten. Das heißt, seine nächsten, eigentlich die ersten. Jetzt ist Off-Ball-Foul von Olivieri. An Emanuel Schüler eingehakt, zeigt die Schiedsrichterin an.
Und die Eagles probieren es weiter mit einer Zone. Kolmar von draußen, zu kurz das Ding. Und Kolmar mit dem schnellen Foul. Ja, das Spacing und die Cuts sahen da jetzt gerade noch nicht so gut aus. Wir dürfen gespannt sein, ob wir das jetzt häufiger sehen von den Eagles. Und wir dürfen auch gespannt sein, wie sich die Braves dort schlagen werden in so einer Zone. Ujiri dort ganz stark am offensiven Brett. Darf er dreimal werfen. Und das Foul beim Ausboxen für die Nummer 22. Robert Heise muss jetzt erstmal runter. Möller wieder zurück im Spiel. Und Andy Seifert an der Linie. Bisschen zu kurz. Und der zweite auch zu kurz. Hat Seltenheitswert, dass er da mal zwei verlegt. Und weiter geht's. Oh. Semi-optimaler Pass dort gewesen. Nur Litzbach kriegt da trotzdem noch einen Wurf hoch. Der rollt da knapp raus. Fillmore back jetzt gegen Simon Duvall. Wieso wusste ich, dass er den nehmen wird? Zeigt auch gerade an, hey Trainer, wechsel nicht aus. Weiß nicht, was das bedeuten soll. Jetzt erstmal Martin Seifert wieder für seinen Bruder auf dem Spielfeld. Gerade abseits von der Kamera. Konnte man sehen, Fillmore-Back sichtlich frustriert mit seiner Wurfausbeute. Die anderen müssen es jetzt richten. Mit dem ersten. Und leider nicht dem zweiten. Ja. Braves haben da sichtlich Probleme, ordentlich den Ball laufen zu lassen. Und gute Verteidigung dort. Gut zugemacht, Olivieri. Und da gibt's das technische Foul für den Trainer der Itzehoe Eagles, der sich da lautstark beschwert, will dort unten Foul gesehen haben. Und um ehrlich zu sein,
Hab ich auch ein bisschen gesehen. Kann da seinen Frust verstehen. Aber so ist es manchmal. Jetzt Mali erstmal mit dem Bonusfreiwurf. Weiter geht's. Schüler dort aus der Ecke. Der muss jetzt mal sitzen und das tut er auch. Emanuel Schüler mit seinem 5. Punkt aus der Ecke. Das ist wichtig für das Selbstvertrauen gegen so eine Zone, dass die Würfe da fallen von der Dreierlinie. Und jetzt der Schrittfehler vom jungen Möller. Fast mit seinem 2. Guter Wurf hier. Jetzt Nieberg wieder gegen den physisch stärkeren Oliveri. Catani, entschuldigt mich. Und der bulldozert sich da durch die Zone und zieht das Foul gegen Emanuel Schüler. Jetzt an der Freiwurflinie. Erster daneben. Und der zweite sitzt zum 40-24. Kevin Kolmar sieht da wieder Emanuel Schüler in der Corner. Jetzt soll der Ball mal in Zeit auf Seifert gehen. So, 3 auf der Schussuhr. Emanuel Schüler mit dem nächsten Wurf. Mit dem nächsten Dreier. Leider wieder daneben. Und Catani fühlt es dort unten auf einmal im Low Post. Oh, ganz spät gepfiffen, dieses Offensivfoul. Fragwürdig. Vielleicht war das auch ein kleiner Make-up-Call, um den Trainer der Izoa ein bisschen zu beruhigen. Schlegel jetzt im Ballbesitz und Oliveri rotzt einfach mal noch einen rauf, hat jetzt die Lizenz zum Schießen, so scheint es mir, seitdem Fillmore Beck irgendwie nicht mehr auf dem Spielfeld ist. Und jetzt aber erstmal die nächsten Punkte von der Dreierlinie von Erik Nieberg. Kosimjakin wieder auf dem Spielfeld. Und Marley legt sich das Schlegel zurecht. Marley dribbelt sich da ein bisschen fest und
Unnötigerweise ist das ein Ballverlust. Weiß er selbst, dass der auf seine Kappe geht. Und Chacha nimmt da jetzt erstmal die Auszeit. 18 Sekunden vor der zweiten, vom Ende des zweiten Viertels. 40 zu 27. Und es ist auch schon ein bisschen Zeit für ein kleines Fazit. Ich finde, die Izoa spielen dort einen wilden Ball in der Offense. Teilweise nicht sehr durchsichtig. Mitte des zweiten Viertels. Fillmore Beck dann. Bisschen das Handtuch geschmissen. In der 8-3er jetzt daneben ging. Jetzt für die letzte Possession geht es nochmal aufs Spielfeld. Dann aber die erfolgreiche Umstellung in eine Zonenverteidigung, mit der die Berliner noch nicht ganz so gut klarkamen. Doch werden die Eagles sicherlich nochmal zurückgreifen. In der zweiten Halbzeit jetzt erstmal die Zone von den Braves und der Dreier. Von den Eagles, der nicht erfolgreich ist. Und damit geht's jetzt in die Pause. 13 Punkte Führung für die Braves, die stark in das Spiel gestartet sind. Gute Intensität in der Defense rauszuheben dort. Alex Dimitrijevic und Andriy Kosymiakin. Und auch offensiv lief da einiges bei den Berlinern. Ehe es dann halt zum kleinen Bruch kam mit der Umstellung der Eagles auf die Zonenverteidigung. Darum wird es sicherlich auch nochmal gehen in der Halbzeitpause. Und dann schauen wir mal, was die beiden Teams sich überlegt haben für die nächsten 20 Minuten. Und wir machen auch mal eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück mit der zweiten Halbzeit und einem Gast, der gleich hier Platz nehmen wird. Ich sag noch nicht, wer es ist, also seid gespannt. Bis gleich. Ciao. Mein Name ist Adrian Yannakakidis. Ich bin Physiotherapeut der Berlin Braves und wir befinden uns heute bei Kini Solutions Health and Movement. Das ist meine Praxis, die ich gegründet habe. Hier bei uns bei Kini Solutions kommen zwei Welten zusammen. Wir versuchen, die Physiotherapie mit einem therapeutischen Training zusammenzubringen. Wir sind in der Tat keine normale Physiotherapie, aber wir wollen halt auch kein normales Fitnessstudio sein. Wir nennen uns selbst ein therapeutisches Trainingsstudio, wo wir also Expertise, therapeutische Expertise anbieten, um den Trainierenden hier einen Ort anzubieten, wo der Mensch sich, sag ich mal, sicher fühlt, wo er mit seinen Beschwerdebildern kommen kann und er weiß, dass er hier betreut wird. Der Schritt in den Profibereich halt dadurch auch sehr, sehr ersichtlich, dass man jetzt medizinisch auch besser betreut wird. Wir haben halt jetzt Kini Solutions, die uns bei den Spielen betreut und da halt auch immer in den Trainings werden wir vorbereitet oder nachbereitet, je nachdem, ob kleine Wehwehchen entstanden sind in den letzten Spielen. Dieser ganzheitliche Ansatz ist das, was im Profisport auch wichtig ist. Wir können auch jederzeit zu denen in die Facilities fahren. Die sind direkt am Siemensdamm, haben wirklich State-of-the-Art-Praxis am Start. Adrian ist auf jeden Fall auch jemand, der bei unseren Spielen dann schnell seine Physio-Rolle vergisst, sondern uns auch wirklich anfeuert, die Flaschen reicht, ist mega involviert, mega am Start und freut uns auf jeden Fall, dass wir die an Bord haben. Unsere Idee ist es, jungen Menschen zu helfen, sich zu entwickeln.
die jungen Leute, die von den Älteren lernen, innerhalb des Basketballteams. So können die halt auch in der Entwicklung ihrer sportlichen Skills lernen, sich zu entwickeln. Mit unserer therapeutischen Expertise können sie sich rausarbeiten aus Verletzungen, aber auch mit Hilfe der Analysen sich entwickeln. Und wir unterstützen das therapeutisch wie auch trainingsmethodisch. Ich freue mich, wieder da zu sein. Es war ein langer Weg, sag ich mal, um wieder fit zu werden. Naja, ich hatte Patellaspitzensyndrom, was ich mir so ein bisschen letzte Saison angeeignet habe. Und es hat sich immer ein bisschen herausgezögert. Aber dank guter Physioleistung und dank unseres Athletiktrainers Daniel konnte ich mein Knie wieder fit machen. Ich war viel bei Knie Solution. Habe da meine Übung gemacht mit Daniel und Adrian. Also ich war sehr überrascht. Ich habe schon viele Physiotherapien gesehen, aber Knie Solution war wirklich sehr gut ausgestattet. Also die haben wirklich alles, das neueste Equipment, super Qualität und natürlich auch die Leute, die vor Ort sind, haben einen immer auch mit ihrem Wissen unterstützt und haben mich da wunderbar aufgehoben gefühlt. Ich glaube, die Berlin Braves haben unglaublich Potenzial. Es gibt eine hohe Kompetenz im Trainerstab und wir alle zusammen arbeiten daran, dass die Berlin Braves auf jeden Fall in die Playoffs kommen und dann wird sich zeigen, was passiert. Michael Jordan, the real God Michael Jordan. Kids, bro, yo, wen mögen Sie mehr? Michael Jordan oder LeBron James? LeBron James. LeBron James. LeBron James. The King. Ich muss mit LeBron James kurz telefonieren. Oh. Hey, und der hat für euch alle Schuhe am Start. Oh. LeBron James. Oh. Ich bin Justus, 18 Jahre alt und komme direkt aus Berlin. Basketball spiele ich seit 5 Jahren. Ich habe damit angefangen, weil wir auf dem Schulplatz gespielt haben. Es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dass ich das auch als Hobby machen wollte. Basketball ist so viel technischer, es macht so viel mehr Spaß. Es gibt so viele verschiedene Varianten vom Spiel und diese Vielfalt, das ist einfach das Geilste an Basketball. Mein Ziel ist es eigentlich, für jedes Team, was ich spiele, immer meine Bestleistung zu bringen. Ich möchte aufsteigen, ich möchte gewinnen und einfach Spaß haben. In Deutschland ist Basketball einfach nicht so populär. Die Medien strahlen eigentlich nur Fußball aus und Basketball ist eigentlich die viel geilere Sportart und kommt gar nicht so richtig zum Zuge. Wir müssen mehr über Basketball reden und dann wird die Gesellschaft auch wissen, dass es der bessere Sport ist. Na, also wir müssen einfach die Organisation von Basketball besser machen und Braves machen da einen sehr guten Job. Sie bringen Basketball viel populärer rüber, wir machen Camps und das hilft einfach auch, die Jugend, die Zukunft dazu zu animieren, Basketball zu spielen.
Let's go. Morgen! Morgen! Das ist unser Spiel jetzt. Komm! Let's go. Basketball bedeutet alles für mich. Ball ist wirklich bei mir live. Mein größter Traum ist halt, in die NBA zu kommen. Aber mein momentaner Traum ist wirklich, aufs College zu kommen als Zwischenstopp. We are here in Porto, where Giannis started his career. This was the court where it was before going to NBA. Free! Free! Tensions is definitely rising. Teed up right now. Tea time like I got a cup of this shit. Thank you.
So Leute, und wir sind zurück zur zweiten Halbzeit Itzehoe Eagles gegen die Berlin Braves und neben mir mein Gast jetzt, ein Mann aus diesem Verein und man muss ja sagen, dass die Braves die Speerspitze dieses Vereins sind, aber umso wichtiger ist es eigentlich, dass im Hintergrund Sachen funktionieren und eine Base aufgebaut wird, die diesen Verein trägt. Und dafür gibt es so Leute wie Nikhil, der jetzt hier neben mir am Sprecherpult ist. Nikhil, stell dich doch mal einmal ganz kurz vor, was machst du bei den Braves? Grüßt euch, also danke, dass ich hier sein darf, Arne. Genau, ich bin eigentlich langjähriger Freund auch von Amo. Und der hat damals halt, als wir dann Braves gegründet haben, einfach nur gefragt, ob ich Bock habe, bei der zweiten Mannschaft zu spielen. So hat das Ganze begonnen und Lust hatte ich. Spaß macht's auch und mittlerweile helfe ich, wo ich kann. Und jetzt mache ich halt die zweiten Herren, weil ich selber verletzt bin, als Trainer mit, weil die Mannschaft keinen Trainer hatte und habe riesen Spaß bei dem ganzen Projekt. Stark, stark, stark. Wo steht die zweite Mannschaft jetzt gerade? Also wir spielen in der Landesliga, wir sind jetzt die letzten zwei Saisons aufgestiegen, von der Kreisliga in die Bezirksliga, von der Bezirksliga in die Landesliga und hoffen jetzt in die Oberliga aufzusteigen und sind gerade Tabellenzweiter mit einer Niederlage. Und spielen gegen den Tabellenersten noch zweimal und hoffen natürlich dann, die Spitze zu übernehmen. So muss es sein, so muss es sein. Also die Ambitionen sind da, heißt, wir können uns auf dem Durchmarsch mehr oder weniger hier gefasst machen von der zweiten Mannschaft oder was? Ey, ich hoffe, dass wir irgendwann in der Preseason vielleicht ein Testspiel gegen die erste Mannschaft machen und dann zeigen, wie viel Potenzial doch in dem Verein steckt. Nicht nur in der ersten Mannschaft, sondern auch alles, was noch kommt. Stark, stark, stark. Und sag nochmal einmal ganz kurz, das Spiel gegen den Ersten, wo wird das stattfinden, wann ist es? Also das ist tatsächlich letzte Saisonspiel, was auf dem Programm steht. Oh, ich rieche Thriller. Das ist der 27. April. Ja. Und es wird in der Heimhalle in der Goethestraße sein bei uns. Ja. Die Sache ist, dass wir noch das erste Spiel von der Hinrunde noch reschedulen müssen. Okay. Das steht noch nicht fest, das wird wahrscheinlich auch im April sein. Ja. Und Finale wird aber dann der 27. April sein und da hoffe ich natürlich, dass wir zahlreich da Unterstützung haben werden von allen Braves-Fans. Leute da draußen, ihr habt es gehört, ja, es wird höchstwahrscheinlich ein Thriller. DBV Charlottenburg ist das erste Team, ne, auf Platz 1. Wir sind gespannt, Nikhil, aber ich habe gehört, du machst auch noch andere Sachen. Du arbeitest auch viel in der Jugend, hat man mir geflüstert. Genau. Also vor meiner Zeit bei Braves, da war ich bei Berlin Tigers und war da in der NBBL-Abteilung tätig als Assistenztrainer. Und da hat mir auf jeden Fall, habe ich schon gemerkt, dass ich da auf jeden Fall gern den Einfluss auf die Kinder habe, dass sie da ordentlich Basketball spielen, wenn die dann älter werden. Und deswegen hatte ich jetzt auch, letzte Woche war ja, glaube ich, Winterferien bei den Kiddies in Berlin, die zur Schule gehen, und durfte da das Next Generation Camp von Braves leiten mit Kindern zwischen 9 und 13 Jahren. Stark, stark. Und wie lief das ab, so mit so einer Horde Kids? Also es ist auf jeden Fall komplett was anderes, als jetzt irgendwie mit den zweiten Herren für den Aufstieg zu kämpfen. Aber das ist da nochmal komplett anders. Man hat halt im Herrenbereich sehr viel Competition, ne? Da vergisst man oft mal den Spaßfaktor und das hatte ich dann in der Woche mit den Kiddies im Camp auf jeden Fall. Da geht es eigentlich, da betteln die einen an, dass man da Spiele spielt und ich bin in meinem Kopf noch, will irgendwelche Drills machen. Ja. Und war aber auch gut für mich, da nochmal so in die Balance wieder reinzukommen, dass es im Basketball auf jeden Fall auch um viel Spaß geht. Da waren auch tatsächlich sehr talentierte Kinder dabei. Also allgemein war die Gruppe sehr durchwachsen, aber wir hatten da auch Kiddies aus der eigenen Braves-Abteilung. Oscar zum Teil, die da wirklich, also hoffentlich sehe ich die vielleicht in 10, 15 Jahren hier in der Semmeringhalle spielen. Okay, Young and Upcoming Talents, also, ja. Ich sag's dir.
Kinder, wenn ihr jetzt gerade zuschaut dort draußen auf YouTube, ja, dann kommt auch gerne mal in die Halle und spielt bei den Braves hier mit. Wir freuen uns immer über den Nachwuchs. Und wann ist denn das nächste Camp eigentlich, Niki? Das nächste Camp wird sehr wahrscheinlich wieder in den nächsten Schulferien sein. Ich glaube, das nächste, was ansteht, ist ja Ostern meistens. Im April. Und ich weiß nicht, ob jetzt Braves schon was geplant hat. Aber hoffentlich gibt es da ein Camp, was wir da wieder mit zahlreichen Kindern betreuen dürfen, um da wieder auf jeden Fall ein bisschen von der Braves Culture mitzugeben auf dem Weg zum Profi. Sehr gut. Also auch die Eltern da draußen, ihr habt's gehört, wenn ihr mal ein bisschen Ruhe haben wollt, ja, schickt eure Kids hier ins Braves Camp. Da sind gute Leute am Start, die den Kindern den Basketball näher bringen und die Culture der Braves. Und Nikhil, ey, vielen Dank, dass du da warst. Jetzt gucken wir uns das Spiel an, würde ich auf sagen. Auf jeden Fall. Ja? Ich hoffe tatsächlich noch mal auf ein paar spannende Minuten. Ja. Wo jetzt Braves gerade noch plus 15 ist. Aber freue mich natürlich auch über einen punktohen Sieg. Oh. Ja, gleich mal der Dreier. Gleich mal der Dreier dort aus der Corner. Vom guten Fillmore Beck. Ja. Wir haben es gesagt, der war ja eiskalt in der ersten Halbzeit. Wie hast du so sein Spiel gesehen? Also ich habe ja ein paar Statistiken gelesen. Der Mann wirft normalerweise 10 Würfe pro Spiel. 10 Dreier, trifft 40% in etwa. Also, oh, oh. Da hat er jetzt seine Quote wieder hochgemacht. Also klar, der trifft hochprozentig, der wird auch weiter hochprozentig treffen. Ne? Aber man muss auch ehrlich geschehen, in der ersten Halbzeit war der kalt, weil da auch einfach eine ganz gute Defense gespielt wurde. Absolut. Wir haben da auf jeden Fall Player wie Dube Powell, der wirklich im Team dafür da ist, genau so eine Spieler da zu sein, damit die deren Quote auf jeden Fall runterzieht. Ja. Das macht er gut, hat in der ersten Halbzeit gut gemacht. Und jetzt schauen wir mal, was mit der Quote von Fillmore in der zweiten Halbzeit passiert. Sehr gut. Generell erste Halbzeit, wie hast du es gesehen? Was haben die Braves stark gemacht? Die waren halt, die haben von der Defense gelebt. Ja, also die haben da wirklich die Stops geholt, konnten einen Run aufbauen. Und das erklärt dann natürlich auch die paar 40 Punkte waren das in der Halbzeit, ja, die man dadurch gute Defense erzielen konnte. Bei den Gegnern waren das, glaube ich, zu Beginn knapp 30, vielleicht unter 30. Und hoffen wir auf jeden Fall, dass das Spiel gewonnen wird, weiterhin durch gute Defense und dadurch gut einfache Offense. Absolut. Jetzt eine neue Lineup dort auf dem Feld. Kevin Kollmann, Noah Litzbach, Marley Jean-Louis Schüler und Andreas Seifert sollen es jetzt richten für die Berliner. Also ich würde mal jetzt vermuten, dass der Manu da für die 30 verantwortlich ist. Ja. Der ist auch Two-Way, der kann starke Offense spielen, ist auch sehr gut in der Defense und freut mich, dass er da heute wieder die Chance kriegt. Und jetzt erstmal der nächste Ballverlust von den Braves. Kevin Kollmann dort im Ballvortrag. Das Ding so ein bisschen vertändelt und Fillmore back. Ja, würde ich sagen, is back. Is back. Also back to back die to back in der zweiten Halbzeit. Gemacht. Und mit dem Freiwurf vielleicht seinen 9. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Also knappe Minuten kriegen wir jetzt. Ja, ja. Spannend. Muss ja sagen, die Braves sind ja immer gut für einen Thriller. Ich hoffe mal, dass es diesmal nicht wieder so wird. Aber ich habe natürlich auch schon ein paar Spiele hier kommentiert und ich merke immer, wenn die Körpersprache bei den Jungs switcht und die mit sich selbst anfangen zu hadern, dann kann es für das Team auch nochmal gut werden, für das Gegnerische. Aber hoffen wir mal, dass sie sich da jetzt wieder rausziehen können. Kevin Kollmann wieder im Ballvertrag, starke Defense auch von Nieberg, jetzt mal mit dem Drive hier. Unglücklich. Viel Kontakt dabei, hätte man auch faul pfeifen können, unten war wahrscheinlich nicht so sauber. Das ist genau das, was dir dann auch irgendwann jeder Trainer sagen wird. Das wichtigste Viertel so ein bisschen im Spiel ist das dritte Viertel, wie man aus der Halbzeitpause zurückkommt. Und leider muss geschehen, dass da gerade Itzo auf jeden Fall stärker ins Spiel zurückgekommen ist aus der Halbzeitpause. Und wir hoffen natürlich, dass Braves jetzt seinen Draht findet und auch die Punkte jetzt macht. Absolut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich bin gespannt,
was er den Spielern dort gesagt hat in der Halbzeitpause, der Trainer von den Itzehoe Eagles. Vielleicht kriegen wir ihn auch später nochmal ans Mikrofon, aber jetzt erstmal Mason Virus an der Freiwurflinie mit seinem ersten Punkt der Partie. Und dem zweiten gleich mal hinterher. Es sind nur noch 4 Punkte. Braves waren schon auf 19 enteilt. Und jetzt ist das Ding wieder komplett offen, würde ich sagen. Und auch eine ganz andere Präsenz auf einmal von den Itzehoe Eagles. Die sind da in der Defense, die haben Bock, die driven aggressiv zum Korb. Also ich glaube, wir können uns hier auf eine zweite Halbzeit einstellen, die es in sich hat, Leute da draußen. Jetzt sind wir erstmal gespannt, was die Braves hier aus dem Einwurf kreieren, unterm Korb. Ich bin der Meinung, ein Punkt von den Braves und der gepennt. Knoten ist geplatzt, muss nur so weit kommen. Ja, bin gespannt. Aber die haben, sich jetzt für Filme. Die haben sich jetzt hier was vorgenommen, die Jungs, ja. Mittlerweile sein 14. Punkt. Und nach meinem Gefühl, es braucht wieder ein bisschen Ruhe in Kiel, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch André demnächst wieder reinkommt. Ja. Und mit dem natürlich auf jeden Fall ein Spieler auf der 1, der Ruhe, aber auch sehr gefährlich ist, ja, was Scoring angeht. Koche jetzt auch mit seinen ersten Minuten. Und Nieberg dort mit dem Mid-Ranger direkt ins Gesicht und wir haben hier ein ausgeglichenes Spiel. Wer hätte das gedacht noch am Ende der zweiten Halbzeit, am Ende der ersten Halbzeit? Jetzt Kevin Kolmer mit ganz viel Luft. Und da kommt der Andri. Neue Energie auf der 1, neue Energie auf der 5. Kommt der Martin für Andreas rein. Kiel, jetzt wo wir Martin auch schon auf dem Spielfeld haben, du hast ihn ja letzte Saison schon spielen gesehen. Wie wichtig wird so ein Spieler wie Martin Seifert sein, hinten raus in der Saison? Also er hat halt in der letzten Saison, ist er natürlich mitten in der Saison dazugestoßen und hat sich sehr gut reingefunden, bin ich der Meinung. Ja, in den Playoffs in der ersten Regionalliga war er auf jeden Fall auch Gamechanger irgendwo, kann man sagen. Ja. Jetzt ist natürlich Braves in dieser Saison gut klargekommen auf der 5-Position und vor allem mit Noah Litzbach. Ja, der hat auf jeden Fall da sozusagen nicht merkbar gemacht, dass uns Martin fehlt und hoffe aber jetzt natürlich, dass mit Martin wieder fit fürs Team da auf jeden Fall wieder die Depth auf der Bank wieder da ist und einfach Coaching-Staff eine Option hat auf 5 und somit sich einfach ein bisschen entfalten kann. Und wir haben gerade den Dreier von André gesehen, worauf wir gehofft haben. Ja. Und das war die neue Energie auf der 1. Gleich der Impact von der Bank. André Kosimjakin. Vorher der Dreier von der Nummer 44 der Eagles von Nieberg. Oh, den hat man doch bis nach Itzehoe gerochen, diesen Backdoor-Cut. Stark gemacht, Fillmore back jetzt bei 16 Punkten. Und stark zum Korb gerollt von Martin Seifert dort. Da habe ich schon Flashbacks bekommen aus den Playoff-Zeiten in der Regionalliga und habe dann Dunking erwartet. So, jetzt der einbeinige Dreier von Fillmore Beck. Ach, da habe ich einen Foul gesehen. Sehr viel Kontakt dort. Jetzt heißt es sich sammeln, Ruhe reinbringen, Kontrolle.
Seth Kompis geht erstmal auf die Bank. Ja, Chacha entscheidet sich dafür doch ein bisschen, ein Spieler, der ein bisschen mehr in der Defense geht, entscheidet sich für Dube Paul. In der Hoffnung, dass man dann jetzt so doch auf weniger Punkte für die letzten 2 Minuten 35 hier einstellen kann. Das ist auch bitter nötig, habe ich das Gefühl. Da drehen mir ein bisschen zu viele Eagles-Spieler frei gerade. Die Jungs haben wieder Selbstvertrauen. Und jetzt kann das hier auch gefährlich werden. Aber schauen wir mal, wie sich die Braves da wieder zurückkämpfen. Erstmal wieder starke Defense, muss man sagen, von den Itzehoe Eagles. Gut Druck gemacht dort. Und Fillmore Beck mit seinen nächsten Punkten. 4 Punkte Vorsprung. Und dem technischen Foul gleich hinterher. Auch aus der Kategorie absolut unnötig. Ist eigentlich gerade wieder richtig gut im Spiel. Habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen, ob das für Fillmore war? Doch, es war für Fillmore Beck, der sich dann nochmal beschwert hat bei der Schiedsrichterin. Und nochmal einen Foul haben wollte. Hat er bekommen halt. Gegen sich. Jetzt Mali erstmal stark von der Freiwurflinie. Das wird jetzt ein ganz wichtiger Angriff für den restlichen Verlauf des dritten Viertels. Ob die jetzt hier nochmal punkten. Oh, da gibt es nochmal ein paar Probleme am Anschreibetisch. Wechsel vorgenommen. Der junge Möller wieder zurück im Spiel. Und der Italiener Catani. Und Dimi Kosumjakin jetzt im Ballvortrag. Genau, oh, richtige 2 Punkte, von denen ich gesprochen habe. Von Simon. Das Momentum im vierten Viertel auf jeden Fall für sich wieder gewinnt. Ja. Ist jetzt noch mal ein kleiner Run wichtig. Stark. Jetzt noch mal der Stop hinterher. Ja. Genau so stelle ich mir das vor. Ja. Gerade Alex Dimitrievich macht dort die wichtigen Plays in der Defensive. Gerade in der ersten Halbzeit oft gesehen, dass das der Mann fürs Dreckige ist. Dass der Mann ist, der überall seine Hand mit drin hat und auch mal eklig spielen kann. Wie wichtig ist er für die Mannschaft? Absolut wichtig. Ich habe ja früher auch mit Dimi zusammengespielt. Und da ist man auf jeden Fall, hat man da, sag ich mal, Momente, ob es jetzt in der Defense ist oder in der Offense, wo man langsam ein bisschen faul werden kann. Ja. Und genau in den Momenten ist es dann wichtig, dass man Alex Dimitrievich im Team hat. Wie du auch schon meintest, der dann die Drecksarbeit übernimmt. Ja. Und dafür lieben ihn die Coaches, dafür lieben ihn die Mitspieler, dafür liebe ich ihn. Und dafür hat er auch einen festen Spot im Roster. Und genau dafür ist er unverzichtbar. Und ich liebe ihn vor allem für seine genialen Backdoor-Pässe. Also ich glaube, die Kombo Schüler Dimitrievich, die hat schon für das eine oder andere Highlight gesorgt in dieser Saison. Das erinnert mich ein bisschen an LeBron James und Dwayne Wade mit den LUs. Nur haben wir das hier als Backdoor-Cut und Layup. Aber okay. Komplett ikonisches Zusammenspiel von ja. Schüler und Dimitrievich. Also ihr habt es gehört da draußen, James und Wade, die Light Edition hier ja, in Berlin in der Sömmeringhalle. Die Pro-B-Edition. Die Pro-B-Edition. Und ja, wichtig, 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 dass die Dinger jetzt hier drin waren. Simon Dubopol gerade mit dem Jumper aus der Mitteldistanz. 1 Punkt Vorsprung für die Itzehoe Eagles. Wichtig, was ich auf jeden Fall hoffe für die Mannschaft, ist, dass wir mit der Führung ins vierte Viertel starten. Schauen wir mal, was da aussieht. Schauen wir mal, schauen wir mal. Jetzt erstmal wieder dort gut getrappt, muss man sagen, von den Itzehoe Eagles. Also ich glaube, das dritte Mal jetzt in diesem Viertel, dass genau dort auf der linken Seite die Trap zuschnappt und da fast der Ballverlust generiert wird. Da müsste Kosinjaki ein bisschen schlauer sein. Normalerweise ein Spieler, der das weiß, und jetzt der nächste Ballverlust. Schlechter Pass dort. Lässt sich da trappen. Wieder von 2 Spielern. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt eine sehr gute
Defensivaktion von Andri kommt, was ich hoffe, hat uns da einen Stop geholt. Vielleicht Wurf gut contested. Er ist ganz, ganz anfällig dafür, dass wenn er da in der Offense Fehler macht, dass er das aber auch in der Defense dann ausbügeln möchte. Das will jeder Spieler. Das ist genau die Einstellung, die man eigentlich auch nach dem Turnover von einem Spieler erwartet. So. Mal schauen, was jetzt kommt. Wieder das Doppeln dort bei Andriy Kosiniakin und Marley mit dem Dreier. Und das Foul von der Nummer 42, wenn ich das richtig gesehen habe. Müller. Da hat Müller nicht ganz die richtige Position für einen Boxout gehabt gegen Seifert. Und musste sich da mit dem Foul retten. Jetzt kommt hier nochmal ein Wechsel. Genau, jetzt kriegt Filmer nochmal eine kurze Pause vom vierten Viertel. Dass er dann die letzten 10 Minuten sehr wahrscheinlich durchspielen kann. Das werden sie brauchen, einen starken Fillmore, um hier zu bestehen. Schauen wir aber erstmal, was ein starker Andriy Kosiniakin machen kann. Da wird wieder gedoppelt. Ball soll schnell aus den Händen von Kosiniakin. Und haben sie gut gemacht wieder. Ball auf Dube Paul, der mit einem shaky Midranger. Und der nächste Rebound von Martin Seifert. Und jetzt der Drive von Andriy. Ah, ob man das jetzt in diesen Momenten braucht, ich weiß es nicht. Jetzt erstmal der freche Midrange Side Fadeaway, so würde ich ihn mal beschreiben, von Virus. Und genau die zwei Spieler, die jetzt offensiv für Itzo das Viertel gemacht haben, Filmer und Virus. So, High Pick and Roll jetzt Kosiniakin mit Seifert. Ball auf Marley, der mit dem starken Drive und den zwei Punkten. Jetzt wurde die Zeit aus Versehen angehalten. Das überprüfen die Schiedsrichter jetzt noch mal kurz. Ich konnte nicht ganz erkennen, was jetzt passiert ist. Also ich glaube, die Kiel Zeit wurde angehalten aus vom Kampfgericht. Obwohl sie hätte weiterlaufen Obwohl sollen. Obwohl die hätte weiterlaufen. Die darf nur im vierten Viertel die letzten 2 Minuten angehalten werden. Okay. Und jetzt haben die sich für keine Zeitveränderung entschieden. Ja. Klarer Vorteil für Itzo in dem Sinne. Mal schauen, was sie daraus jetzt noch kreieren können in 5,4 Sekunden. Ich sehe gerade, die versuchen die Zeit nochmal zu korrigieren, wenn ich das hier richtig sehe. Mal sehen, was die Schiedsrichter, für was sie sich entschieden haben. Für 3,4 Sekunden. Das ist tricky. Okay, Nikhil, welches Spiel, welches Play? Also schreibst du aufs Board? Ich würde, entweder kommt da ein Screen und ein Longline-Pass für den Wurf oder ein Screen away im Vorfeld schon und der dribbelt an die Mittellinie und versucht einen Mittellinienwurf zu machen. Ja. Eins von beiden. Ich tippe auf Zweiteres für Virus. Die Hot Hand soll gefüttert werden jetzt in diesen 3,4 Sekunden. Ja, da haben die den Longline gesucht. Ja. Und jetzt in Nieberg. Option 2. Auch noch gut losgeworden, das Ding. Und was für ein drittes Viertel. Meine Güte, die Itzehoe Eagles kamen raus wie die freaking Feuerwehr und haben einfach mal einen 13-Punkte-Rückstand wettgemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier nochmal so eng wird. Nikhil, ey. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schuldig, weil ich auf ein paar spannende Minuten Basketball gehofft habe. Ja. Und jetzt ist es sehr spannend, aber
leider ein bisschen zu spannend mit minus 1 im vierten Viertel. Absolut. Aber ich traue dem Team auf jeden Fall, hat mein Vertrauen, ja, dass sie da auf jeden Fall das vierte Viertel gut starten und wir hoffen, was jetzt für ein Spielende wird. Denke ich doch mal auch. Nikhil, vielen Dank, dass du da warst. Du kannst natürlich auch sehr gerne da bleiben, wie du möchtest. Oder, okay. Genau, also ich schaue mir von der anderen Hälfte das Spiel nochmal an, kann da ein bisschen pöbeln. Ja. Von hier ist das wahrscheinlich nicht so professionell. Perfekt. Aber ich freue mich auf jeden Fall, die nächsten Spiele gerne mal wieder als Gast da zu sein, vielleicht in den Playoffs. Ja. Und drücke hier auf jeden Fall Team Braves die Daumen, dass ihr das Spiel nach Hause bringt. Nikhil, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Natürlich freuen wir uns auch, dich in den Playoffs hier mal begrüßen zu dürfen. Und ja, jetzt weite deines Amtes. Geh rüber, ja, feuer die Jungs da nochmal richtig an und let's get the W. Let's get the W. So Leute, das war Nikhil. Nicht vergessen, die Jungs spielen in der Goethestraße im April. Es geht um den Aufstieg. Ich sag sicherlich nochmal Bescheid, wann das passieren wird. Und jetzt geht's hier aber erstmal ins vierte Viertel. Meine Güte, 57 zu 58. Ja, daher ist wieder der leider typische Wackler von den Braves in solchen Spielen gegen vermeintlich schwächere Gegner. Und wir hoffen mal, dass sie das Ruder hier nochmal rumreißen können. Aber man muss auch sagen, irgendwas hat bei den Izo Eagles geklickt. Irgendwas hat er den Jungs dort gesagt, der Trainer von den Eagles. Die kamen raus, hochmotiviert, in der Defense, in der Offense, alles getroffen. Fillmore back, aufgewacht, ist wieder zurück im Spiel mit 20 Punkten Topscorer. Und wir dürfen gespannt sein, ob das jetzt hier eine Eintagsfliege war. Ob sie ihr Pulver verschossen haben oder ob sie das jetzt noch ein Viertel lang durchziehen können. We will see. Jetzt erstmal das Foul der Eagles. Von Virus. Oh, guter Drive von Kevin Kolmar. Nachpass von Andreas Seifert and one. Hände dort von Andy Seifert mit dem Stil. Und Kevin Kolmar wird da jetzt komplett freigelassen. Dann wieder eine. Nein, keine Zone. Doch. Ball geht inside auf Seifert. Und der zieht das Foul eine Sekunde vor Ablauf der 24 Sekunden Uhr. Und da wird der letzte stark gemacht. Mit der Chance auf zwei Freiwürfe, two shots. Gefoult beim Wurf von der Nummer 44 der Gäste. Zweites Foul, drittes Seifert heute mit ungewöhnlichen Schwächen von der Freiwurflinie. Schon der dritte verworfen. Der zweite sitzt.
Cyrus Nieberg mit dem Dreier. Und der sitzt. Ach. Ja, die Jungs spielen da unten jetzt mit einem ganz anderen Selbstverständnis aus Itzehoe. Uwe Paul wird da hart angegangen. Und Fillmore Beck mit den nächsten Punkten zum 60-63. Gute Defense. Anscheinend, obwohl ich da für das Reaching schon ganz oft einen Foul Call gesehen habe, gehört habe. Oh, stark gesehen von Andreas Seifert. Uwe Paul hat sich da unter den Korb geschlichen. Nicer Bounce Pass. Foul von Kevin Kolmer. Erik Nieberg war der Leidtragende. Jetzt Fillmore Beck. Harlem Globetrotter like, dribbelt er dort auf den Knien. Verliert er fast den Ball. Und kommt irgendwie doch noch zum Korb. Noah Litzbach wieder auf dem Feld. Back mit dem nächsten Punkt von der Freiwurflinie. 22 Punkte mittlerweile. Nummer 23 folgt zugleich. Und Kosiniakin auf Marley. Und der Ball muss in Zeit gehen. Es muss was kreiert werden, was funktioniert. Und Noah Litzbach verliert er den Ball. In meinen Augen muss der Ball jetzt mehr über Andreas Seifert in den Post gehen. Sichere Punkte, Selbstvertrauen für das Team muss kreiert werden. Stark, gutes Play dort von Kosiniakin, fast mit dem Ball gewinnen. Und Fillmore Beck, ganz frei steht er dort. Und er fühlt das natürlich. Oh mein Gott. Fillmore freaking Beck mit seinem nächsten Dreier. Und jetzt Andreas Seifert mal mit seinem Moveshot im Post und dem End One. Genau so. Und nicht anders muss das jetzt erstmal passieren. Er hat dort den jungen Möller einfach im Post. Möchte ihm da nicht zu nahe treten, aber
da gibt es halt noch einen großen Unterschied zwischen den beiden. Und das muss jetzt einfach mal ausgenutzt werden. Das ist ein Mismatch, was die Braves zu wenig gespielt haben in der ersten Halbzeit, auch noch im dritten Viertel. Das muss jetzt gesucht werden. Und vielleicht war das ja jetzt der Auftakt für den einen oder anderen Punkt für Andreas Seifert. Zu Druck gemacht hier. Und Fillmore back. Dem ist natürlich alles egal. Der fühlt das jetzt. Sobald der über die Mittellinie geht, wird da drauf geschrotet. Komme, was wolle. Sie leben und sterben mit Fillmore back. Und man merkt, sie spielen jetzt hier mit dem Mut der Verzweiflung. Sie sind hier die Underdogs, die Itzehoe Eagles. Sie können sich was erlauben. Sauli gegen Nummer 3 der Gäste. Fünftes persönliches Foul. Und sie spielen jetzt hier in der zweiten Halbzeit sehr couragiert, sehr engagiert. Mit den nächsten Punkten. Und der Friendly Roll hier von Marley Jean-Louis. Die Fastbreak-Punkte über Simon Dubé-Paul. Und die Führung für die Braves. 5,5 Minuten vor Ende des Spiels. Und André Kosiniakin versteht da die Welt nicht mehr. Zweites Foul. Oder habe ich das richtig gesehen? Doch, das zweite Foul. Kann sich noch ein paar erlauben. Die Eagles wieder im Angriff. Nieberg sieht da auch ein bisschen Licht und schrotet drauf. Geht der Olivieri Rabiat zum Rebound. Dafür ist er bekannt. Knapp 4 Offensive Rebounds in der Saison. Oh, gut gesehen von Kosiniakin. Starker Drive und starker Kick in die Corner für Noah Litzbach. Und der nächste Fehlwurf. Rebound für die Braves. Die Braves haben Zeit. Steht 72 zu 68. Jetzt wäre doch mal der Moment, um Ruhe reinzubringen. Genau, das tun sie auch. Und Marley mit dem nächsten Pass auf Litzbach in die Corner. Diesmal mit dem Airball. Oh, und fast noch hier der Circus Shot von Simon Dubé-Paul im Fallen. Nieberg, Müller, kurz Send-off. Und Ball muss in die Hände von Fillmore back. Der gibt hier nochmal ab. Ah, Schrittfehler von Olivieri. Und der nächste Ball ist jetzt hier.
für Möller auf dem Spielfeld jetzt. Und da geht's jetzt wieder in die Zone. Und da haben sie absolut gepennt. Noah Litzbach steht da ganz alleine. Und stark, dass Noah Litzbach da so hinterhergeht. Zieht dort das Foul beim Rebound und steht jetzt an der Freiwurflinie. Und anders kommst du in solche Spiele auch nicht mehr rein. Es muss über den Kampf gehen. Und da muss man sagen, gut, dass man so einen Mann wie Noah Litzbach in seinem Team hat. Geht nach jedem Offense-Rebound. Spielt starke Defense. Er und Alex Dimitrijevic, unglaublich wichtig für diese Chemie des Teams, diese Komponente dabei zu haben. Ist einfach unerlässlich. Und Noah Litzbach schraubt jetzt hier hoch auf 76 zu 68. Berg ganz freigelassen dort von Seifert. Und Gott sei Dank, der Rebound ist bei den Braves. Also merken, denk kurz drüber nach, 4 Sekunden noch zum Werfen. Wilder Dreier dort. Leider daneben. Und Litzbach beim Vorbeilaufen gefühlt wird ihm das Foul angehangen. Und es ist sein 5. Foul. Sichtlich frustriert, dass er jetzt runter muss. Mit den wichtigen Punkten, um hier dran zu bleiben. Sechs Punkte. Kuzinjaki. Und Ball geht inside auf Seifert. Kuzmiakin für 3 und den trifft er. Ganz wichtig, diese Dinger von Andriy Kuzmiakin. Da hat er kurz überlegt, ob er den nochmal weiterspielt. Und ich dachte schon, ob das dann nicht seinen Rhythmus killt. Aber nein, zieht den Ball dann nochmal zurück, kurz vorm Pass. Und nagelt den selber rein. Ganz wichtige Dinger von Andriy Kuzmiakin und dafür haben sie ihn geholt damals. Und Seifert fragt sich da, was soll er denn noch machen, um mich dort zu faulen? Schiedsrichter, meine Güte. Gutes Ballmovement jetzt von Andreas Seifert, der sieht dort in der Backdoor. Simon Dubenpaul, wie er sich davon steht. Die Help muss dort kommen von den Izu Eagles und dadurch steht My Man, Alex Dimitrijevic, komplett frei. Wichtiger, wichtiger Punkt. Meine Güte,
Big Buckets jetzt hier von den Braves in Form von Alex Dimitrievich und Kosimjakin. Und das muss es doch jetzt gewesen sein. Das muss es doch jetzt gewesen sein. Noch zu spielen. Geht den Eagles jetzt die Luft aus oder ist da noch ein bisschen was im Tank? Kann Fillmore Beck da die Leute jetzt noch mal mobilisieren? Und gibt es hier das Comeback vom Comeback noch mal? Fragezeichen. Ich habe da eben auch einen Pfiff gehört. Die Spieler waren gerade ein bisschen verwirrt. Noch 1,30. Und gut gezogenes Foul. Hüfte ein bisschen zu weit draußen stehen lassen. Die Nummer 44, Nieberg. Und jetzt die ersten Minuten des jungen Mannes aus Berlin, aus der Jugend. Ben Lennart. Muss ich nochmal ganz genau auf den Scouting Report gucken, wie jung dieser Mann denn ist. Wir gucken uns auch gerade fragend an. Müssten 18 Jahre sein. Kriege ich hier gerade von der Regie reingeschoben. Vielen Dank, Adam. Und jetzt schauen wir mal, ob Ben Lennart auch seine ersten Punkte macht in seiner Profikarriere. Jetzt erstmal Hendrik Adler mit dem gezogenen Foul an Andreas Seifert. Oh, wow. Ich muss mich nochmal korrigieren. Der Mann ist 17 Jahre alt. 17 Jahre alt. Mit einem Kampfgewicht von 65 Kilo. Meine Güte. Ich bin gespannt, was wir von ihm noch erwarten können in dieser Saison. Schnuppert jetzt hier seine ersten Profiminuten wahrscheinlich im Laufe der Saison
Und mal gucken, wann er ein fester Bestandteil dieser Rotation werden kann. Immer schön zu sehen, die Eigengewächse bei den Braves, die bei den Braves ankommen. Und Kosimjakin schaukelt das Ding hier jetzt langsam in sichere Gewässer. 85 zu 72, 13 Punkte Vorsprung. Das muss es gewesen sein. Starker, starker Kampf nochmal von den Itzehoe Eagles. Aber umso stärker, dass die Braves es geschafft haben, die Ruhe zu bewahren und mit Kampf und Einsatz das Ding über die Bühne zu bringen. Haben eine starke erste Halbzeit gespielt, besonders das erste Viertel, haben losgelegt wie die Feuerwehr. Super Zusammenspiel, gute Verteidigung, viele Steals generiert. Dann Ende des zweiten Viertels haben die Eagles dann umgestellt auf Zonenverteidigung und damit die Braves ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Und dann kam das dritte Viertel, ein Viertel, womit, glaube ich, keiner mehr gerechnet hatte. Die Eagles sind da rausgestürmt wie die Feuerwehr und am Ende stand es dann, ich weiß es nicht mehr, ich glaube ein Punkt Vorsprung sogar für die Eagles. Anfang des vierten Viertels sehr ausgeglichener Schlagabtausch, beide Teams unglaublich intensiv dort unterwegs. Und dann in den letzten fünf Minuten konnten die Braves aber ihre Klasse unter Beweis stellen. Angeführt dann von André Kosimjakin. Andy Seifert. Und damit steht jetzt ein 87 zu 73 Erfolg zur Buche und die Braves arbeiten sich da oben fest zwischen den ersten vier Teams und wir freuen uns, dass wir wieder so ein spannendes Spiel hier einfach erleben durften. Vielen Dank nochmal an Nikhil, der heute unser Gast war, den ihr wahrscheinlich auch ein bisschen häufiger sicherlich hören werdet in der Zukunft. Vielen Dank an alle Leute, die heute hier in der Halle waren, alle Leute, die im Stream waren. Madhu, please don't forget, we need a player of the game from you. Und zu guter Letzt vielen Dank auch an das Stream-Team, die wieder einen fabelhaften Job gemacht haben hier. Ich wünsche euch allen da draußen ein wunderschönes Wochenende. Und ich verabschiede mich und wir sehen uns übernächste Woche. Nein, wir sehen uns nächsten Mittwoch. Nächsten Mittwoch sehen wir uns zum Nachholspiel hier aus der Sömmeringhalle. Also schaltet wieder ein bei den Braves. Wir würden uns freuen. Oder kommt hier in die Halle. Klatscht mal kurz mit uns ab hier oben beim Streamteam. Und dann würde ich sagen, bis bald und jetzt final auch wirklich tschüss, ciao, bye bye, go Braves.